Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe den zweiten Teil meines Hauls für euch. Den ersten Teil, den habe ich extra gefilmt, weil ich da nur die Neuheiten von JM Creation gezeigt habe. Und das, was ich jetzt zeige, ist schon im Shop. Oder ist schon, ich will jetzt nicht sagen länger im Shop, weil das weiß ich persönlich ja gar nicht, wie lange das drin ist. Aber es ist ja egal, weil die Sachen sind richtig geil und ich habe mir die ausgesucht. Und ja, starten wir los. Ich habe auf jeden Fall den Mustermix. Ich hatte euch in meinem anderen Video den Mustermix 3 gezeigt, der ist ja ganz neu. Und den finde ich auch geil mit diesen Splattern und mit diesen... Ja, ihr wisst schon. Und ich habe, wie gesagt, schon im letzten Video die Stempel habe ich montiert. Das ist alles schon fertig. Ich brauche die nur noch benutzen. Also richtig cool. So, das ist das. Dann habe ich mir noch die Gummibärchen ausgesucht. Gummibären, Entschuldigung. So, und da sind halt noch so Sprüche drauf. Immer wenn du traurig bist, stell dir vor, du sitzt in einem Bonbonglas und ein Gummibärchen hält deine Hand. Oder friss mich, sprach der Gummibär und nimm das Leben nicht zu schwer. Ich fand die Gummibären richtig schön. Ja, hier sind die Stempel, wie gesagt, alle montiert. Weil ich mir das mit dem ersten und dem zweiten Teil einfach erst später überlegt hatte. So, ich habe aber dafür... Schon als quasi als Entschädigung habe ich die schon koloriert. Also manche einfach in den klassischen Gummibärfarben, wobei ich da weiß weggelassen habe. Also das Grün, Rot und so, ne? Grün, Rot, Gelb, Orange sind ja die klassischen Gummibärfarben. Und dann habe ich halt hier noch so Lila, Pink und Petrol. Also nee, das ist dieses Blau-Türkis. Das ist aber eine richtig geile Farbe. Ich liebe das. Ich liebe auch die Kombination aus dem Pink, Türkis und dem Lila. Richtig geil. Ich mag die Kombi. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich bei meinen anderen Karten schon gesehen. Dann habe ich diese Wichtelfrau bestellt. Finde ich auch richtig cool. Auch das Geschenk. Also, das ist auch viel größer wie abgebildet, ne? Also, es ist wirklich, es ist echt riesig, das Geschenk. Aber es ist echt schön. Habe ich schon oft gestempelt, noch nicht koloriert. Ja, bin halt ein bisschen langsam. So, dann habe ich hier die Büttenrandrechtecke. Und ja, die fand ich echt sowieso ganz toll. Ja, das sind die. Also hast du vier verschiedene Rechteckgrößen quasi und hier ein gestitchtes Label noch in der Mitte. Finde ich auch richtig schön. Musste ich haben. Habe ich auf einem Magneten montiert. Also das mache ich eigentlich immer so, damit mir das Gelumpe nicht wegfliegt. So. Beziehungsweise, dass es mir nicht in der Aufbewahrung hin und her daddelt. So. Dann habe ich noch unbedingt, die Menschen brauchen mehr Buchstaben. Also ich habe hier Buchstaben bestellt. Und zwar sind das Buchstaben, die den inneren Buchstaben stanzen. Und dann stanzt sie zu den Buchstaben noch einen Rahmen. Habe ich auch so montiert. Also hier seht ihr den dünnen Rahmen und den Buchstaben. Also es fällt beides raus und man kann sich dann quasi eins aussuchen. Finde ich auch richtig schön. Ist auf jeden Fall eins meiner Favoriten. Dann habe ich noch, weil ich so gerne ATC bastel, habe ich diese, Entschuldigung, erst das, habe ich die ATC und die kleinen Worte mir ausgesucht, weil ich es einfach geil finde. Man hat hier die Haupt-ATC ausgestanzt, dann hat man einen Aufleger mit genähtem Rand und dann hat man noch einen kleineren Aufleger, falls man noch mehr leeren will, nochmal so extra dazu. Finde ich total cool. Manche mögen aber auch einfach nur den größeren Abstand, den dieser noch kleinere Aufleger halt bietet. Ne? Manche mögen halt mehr Rand sehen und manche mögen halt weniger Rand sehen. Das ist auch geil. Dann haben wir hier diese Label. Die sind ja eigentlich für diese kleinen Sprüche. Und da haben wir hier Danke, herzlichen Glückwunsch für dich, hallo. Also richtig schön, auch in ATC-Größe. Also sollte man da keine Probleme haben, das drauf zu machen. Richtig schön, also wie gesagt, ich bin ja noch in mehreren ATC-Gruppen drin und deswegen, also, ne, das ATC-Basteln hört noch nicht ganz auf. Dann habe ich hier die herzlichen Glückwunsch-Stanze. Ich habe mich für diese Schriftart entschieden, weil ich sie total cool finde. Und ja, so sieht halt die Stanze aus, ne. Ist richtig schön. Auch die Stanzen sind von der Qualität her total cool. Ich finde das auch schön, also, ja... Eigentlich sieht man das der Stanze schon an, dass die eine hochwertige Qualität haben, weil manche Stanzen, wenn die so ein helles Metall haben, sind die meistens ein bisschen biegsamer. Aber die meisten, wenn die so ein dunkles Metall haben, ich glaube, das hat Create a Smile auch, und die halten richtig was. Ne? Also das ist richtig cool, sehr langlebig und sehr geil. So, dann habe ich noch, und das hat nicht in meine Verpackung gepasst,
Ich habe noch diese Stanze. Die habe ich mir natürlich dann, wie gesagt, ich habe alles schon, ich habe alles auseinander schon gemacht, also mit meinem Stanzenclipser. Ne, benutze ich so eine Zange und mit der habe ich das auseinander gemacht. Ich habe dann auf jeden Fall noch so eine Verpackung für Schokolade. Hier sind jetzt die Merci abgebildet. Ich muss noch mal schauen. Da geht bestimmt auch noch was anderes. Wie gesagt, ich habe es noch nicht Probe gestanzt. Das wäre natürlich für euch noch geiler, wenn ich was Probe gestanzt hätte wahrscheinlich. Aber ich hatte da einfach gestern keine Zeit mehr dafür, weil ich habe mit Kolorieren beschäftigt war. Na, genau. Also das ist jetzt das. Aber es kann sein, dass ich euch im späteren Verlauf des Videos einfach mal eine Probestanzung von diesen Sachen zeige, damit ihr das seht, wie das rauskommt, wie es aussieht, was das ist und was weiß ich denn. Und ja, muss ich natürlich sehen, wie ich es zusammengebaut kriege. Ja, aber ich schätze mal, es ist nicht so kompliziert. Man braucht es eigentlich nur ausstanzen, das ist ja die Hauptstanze. Und dann hat man hier auf jeden Fall noch einen Knopf dazu. Dann hat man hier so ein Blümchen quasi mit gestitchten Rand in Pfeil. Das Ding habe ich keine Ahnung, was das sein soll, ehrlich nicht. Also bin ich wahrscheinlich ein bisschen unwissend, aber finde ich raus. Dann haben wir hier noch ein Herz mit genähtem Rand. Dieses Ding hier, das ist natürlich auch genäht. Das ist der Aufleger dann für das Designpapier oder so. Und dann hat man hier noch so ein Etikett. Also richtig schöne Sachen mit dabei wieder. Also echt, bin begeistert. Und dann habe ich noch, das ist aber meine letzte, wirklich. Dann hört es echt auf. Ich habe dann noch, wie kann es anders sein? Ich habe dann noch eine DIN Lang Stanze gekauft. Scalloped und Kreise heißt die. Und ja, die ist echt cool. Und die sieht so aus. So, also wir haben da hier so ein Scalloped. Ich weiß immer nicht, wie das heißt, weil es in Englisch einfach einfacher ist. Dann haben wir hier eben den Aufleger mit genähtem Rand, auch schön abgerundet, die Ecken, sehr cool. Dann haben wir hier, ja, die Dinger, die man halt ausstanzen kann. Und hier ist auch genähter Rand und dann das, was ausgestanzt wird. Also das, der genähte Rand bleibt dann übrig auf dem Aufleger. Dann hat man hier noch ein Blümchen, ein Etikett. Auch passend quasi zum Aufleger. Und dann hat man halt noch drei verschiedene große Kreise, die man halt anordnen kann. Also ich schätze mal, von den großen Kreisen gehen bloß zwei drauf. Und aber von den kleineren Kreisen werden es wohl drei werden dann am Ende. Ja, eben. Also, ich... Genau. Achso, was ich euch noch zeigen wollte. Oh Gott, das hätte ich gleich vergessen. Ich hatte noch ein kleines Dankeschön in meinem Paket mit drin. Das sind Katzen. Also das ist so eine Katzen-Outline. Also hier bleibt einfach nur die Katze stehen. Dafür habe ich eigentlich auch schon eine Idee, wie ich das benutzen werde. Und ja, die Umsetzung, die zeige ich euch dann. Ich finde die auf jeden Fall total geil. Die ist sehr, sehr schön. Also richtig schön. Also ein schönes Dankeschön. Freue mich sehr darüber. Wirklich sehr, sehr, sehr. Und dann habe ich aber noch was, und zwar hatte ich euch das ja das letzte Mal schon gezeigt, dass es ja hier die Kundeninformationen für Verpackungen gibt. Und da hatte ich diesmal einen Hirsch drauf. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein ganz kleines Stück EZ-Mount habe, damit ich das, den schönen Elch hier, damit ich den benutzen kann. Der hat natürlich etwas sehr Weihnachtliches an sich mit den Zweigen und den Geäst und der Blüte hier. Die sieht aus wie so ein Weihnachtsstern. Aber der finde ich auch richtig schön. Also das kannst du einfach nur stempeln und es ist ein Vollflächenstempel. Also der ist eigentlich, kann man eigentlich mal schnell benutzen, denke ich. Und ja, also dann hier halt wieder, Entschuldigung, die Karte, wo man halt auch auf die Rückseite, wie gesagt, benutzen kann als DSP. Und ja, aber das war es jetzt wirklich mit der Bestellung. Ich zeige euch im Anschluss jetzt gleich, was ich damit gemacht habe. Also ihr dürft gespannt sein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich zeige euch jetzt einfach, was ich damit gebastelt habe. Ich habe eine Verpackung, ich habe eine Karte und ich habe ATCs gemacht, weil ich ja diese ATC-Stanze gekauft habe. Hatte ich euch ja gezeigt. ATC und kleine Worte heißt sie. Und das musste ich natürlich ausprobieren und deswegen habe ich ATCs gemacht und ich habe ja diesen neuen Hintergrundstempel auch noch. Das ist dieser und das ist das, Mustermix. Und den habe ich auch verwendet für die ATCs, weil ich es einfach cool fand.
Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe auf jeden... Ach so, warte mal ganz kurz. Mein neuer Lieblingsstempel, das sind die Gummibärchen. Tatsächlich. Die habe ich jetzt überall drauf gemacht, wo ging. Ja, die Gummibären. Also, ich lege euch das mal hier hin. Und da fangen wir einfach mal an. Ich glaube, meine erste, die ich gemacht habe, war diese hier. Und da habe ich ja die Kleckse gestempelt, eben in verschiedenen Farben. Und habe die Gummibärchen koloriert. Und ja, das stempelige Grüße, das ist in kleiner Textstempel von meiner ersten Bestellung. Das sind die hier. Von meiner ersten Bestellung. Mini-Texte 1 ist das. Die stempeligen Grüße. Lege ich auch hier hin. Damit wir alles ein bisschen zusammen haben, damit ihr wisst, wovon ich jetzt quatsche. So. Genau das. Und dann habe ich das ähnlich oder gleich gemacht wie hier. Und das ist wieder derselbe Spruch aus den Minitexten. Und ja, ist eigentlich so an sich nichts Besonderes, aber ich finde halt den Hintergrund schön bunt. Es ist einfach, Farbkleckse sind halt total cool. Dann habe ich noch den letzten mit den Farbklecksen. Und da habe ich dieses für dich. Das ist so geprägt. Also das prägt sich so ins Papier von diesen Sprüchen hier. Und ich habe das einfach nur, damit man es ein bisschen besser sieht, also für mich kam das so besser raus, habe ich es einfach mit einem weißen Gelstift ja, quasi noch ein bisschen intensiviert, damit man es besser lesen kann. So. An sich hätte man es so auch gut lesen können, aber mein schwarzes Papier ist auch nur mit Schwarz überzogen. Das ist halt unten weiß und deswegen wäre das auch ohne, dass ich es nachziehe, gegangen. Aber ich wollte es halt intensivieren. So. Ist das. Dann habe ich noch mal eine mit Gummibärchen. Allerdings ziemlich eintönig in grün, also monochrom grün könnte man sagen. Ich habe auch den Spruch von den Gummibärchen genommen. Hier, das ist immer, wenn du traurig bist. Stell dir vor, du sitzt in einem Bonbonglas und ein Gummibärchen hält deine Hand. Ja, und da habe ich hier diesen Hintergrundstempel genutzt. Und den einfach, das ist jetzt der Zweitstempelabdruck und das ist der Abdruck, den ich bekomme, wenn ich das Stempelkissen ganz normal nur aufs Papier bringe. Dann habe ich nochmal Gummibärchen. Ja, ich sag ja, ist mein neues Lieblingsstempelset. Ich sag einfach Bescheid, wenn ihr keine Gummibärchen mehr sehen könnt. Hier habe ich eben das für dich genommen, ist auch aus diesem Set. Es ist total cool mit diesen Sprüchen und dann hat man halt diese Banner dazu, wo man es ausstanzen kann. Das habe ich ja auch getan. Und dann habe ich diese Striche genommen. Hier die drei. Und da habe ich ein bisschen rumgespielt. Ihr seht das ja. Ich habe gespielt. Ne? Ist halt echt. Und dann habe ich noch was anderes gemacht. Ich wollte nämlich unbedingt diesen auch. Also ich wollte jeden Hintergrundstempel benutzen. Und das habe ich auch getan. Ich habe diesen genutzt in Braun. Also das ist der zweite Stempelabdruck. Und dann habe ich noch diesen als kleine Punkte so dazwischen gesetzt. Das ist der Hauptstempelabdruck. Und da habe ich aber meine Schokoladen genommen, weil ich einfach das für Braun besser fand. Und das ist aus dem Set lustige Süßigkeiten. Habe ich die Schokolade genommen. Also ihr kennt mich ja, Schokolade koloriere ich halt gern. Was soll's, ne? So, das sind alles die Sachen. Jetzt habe ich noch was anderes. Da brauche ich glaube nur, ich muss mal ein bisschen zusammenfuchsen jetzt hier. Da brauche ich nur. Kann ich hier mal weitergehen? Ich habe nämlich noch eine DIN-Langkarte gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich habe im Hintergrund embossed die Bären in Weiß. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Doch, geht. Dann habe ich mir hier halt zwei Farben ausgesucht. In meinem Fall ist das Grün und Gelb. Ich fand es total lustig, echt. Finde es so schön. Gefällt mir echt gut. Dann habe ich meine neuen, ja. Buchstabenstanzen, da habe ich aber nur die Outlines genommen. Also nur das Äußere. Die inneren habe ich jetzt noch. Also hier, die inneren sind noch da, die habe ich gesammelt. Ist eigentlich total cool, wenn man, da kann man nämlich eine Karte mit diesen Buchstaben machen und dann kann man halt auch noch eine Karte mit den inneren Buchstaben machen. Das finde ich total cool. Echt. So, und die Slim, also die Langstanze, Entschuldigung. Ja, ich bin halt sehr hoch auf Englisch, es tut mir echt leid. Und die Langstanze, das ist diese hier. Den Lang und Scallop mit Kreisen. So,
Das ist total cool. Und wie gesagt, die Buchstaben, die musste ich unbedingt verwenden. Unbedingt. Und jetzt, wie ihr seht, habe ich eigentlich schon fast alles aus meinen gekauften Sachen benutzt. Und eine Sache habe ich noch und dann höre ich erstmal auf, weil ja, dann denke ich, ist genug mit Beispiele. Dann habe ich noch so eine Verpackung gemacht mit buntem Papier. Das ist so Konfetti darstellen. Dann habe ich hier, kann geringfügig Spuren von Kalorien enthalten. Das ist aus dem Küsschen-Set vom letzten Monat, also von Mai. Da gab es ja die Küsschenstanze und die Küsschensprüche. Und das ist dieses, ein Küsschen, drei Punkte. Das ist dieser Spruch. Und dann habe ich aber, man kann hier in die Verpackung vermutlich auch, wenn man so eine kleine Tafel Schokolade findet, kann man so eine reintun. Oder Rittersport, habe ich mir gedacht. Rittersport geht auch hier rein. Ich habe jetzt ganz klassisch, wie sie es gehört, Merci reingemacht. Die Sommeredition. Schmeckt übrigens total lecker. Und ich habe sie mit Magneten verschlossen. Das Einzige, was sich mir noch nicht erschlossen hat, und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich habe das ja gestanzt. Ich habe das jetzt in so einer Folie drin, ne? Also so, damit mir nichts wegfallen kann. Das ist jetzt erstmal, ja, seht ihr aber nichts. Also nehmen wir das so. Jetzt wollte ich rausfinden, wofür das gut ist. Ich habe immer noch keine Ahnung. Als ich das nämlich gestanzt habe, also ich habe Knöpfe gestanzt. Ich wollte das halt wissen, wie das aussieht, ne? Ich habe die Blümchen, die genähten, gestanzt, so. Ich wollte halt, wie gesagt, wissen, wie das aussieht. Und jetzt habe ich das Ding gestanzt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht sollte mal ein Video von Jutta anschauen, wofür das gut ist. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber macht ja nichts. Kriege ich schon noch raus. Irgendwann. Ich habe ja die Verpackung trotzdem auf die Reihe gekriegt. Also von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich mich da in der anderen Sache mit der Prägestanze da ein bisschen dumm anstelle auf Deutsch. Ne? So, das ist alles, was ich gebastelt habe. Ich hoffe, es ist euch an Beispielen erstmal genug. Wie gesagt, ich bastel ja noch weiter. Es gibt dann noch andere Sachen, die ich euch zeige. Aber jetzt so für die Beispiele jetzt in dem Video soll es jetzt für mir erstmal genug sein. Ich hatte jetzt hier wieder die Schokoladen genommen. Einfach aus dem ganz einfachen Grund. Da ist Schokolade drin und ich mache außen Schokolade drauf. Für mich ist es einfacher und ich fand das halt schön. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht am besten gefällt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.